Ja, liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Correga-Tabbis, liebe Altersgenossen von Johannes Heesters. Weil ich bin jetzt seit 3 Monaten Frührentner. Angefangen hat das ja alles mit einem routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung. Die war bei einem Arzt, in dessen Praxis ich noch nie war. Kam dort an, war der Fahrstuhl außer Betrieb, musste die 6 Stockwerke hoch zu Fuß laufen, kam dann ganz atemlos oben an. Da lief mir auch gleich der Halbgott in Weiß über den Weg. Da sagte ich, halt, Herr Doktor, sagen Sie es gleich, was kann ich denn gegen meine Kurzatmigkeit tun? Da sagte der, 3 Dinge müssen Sie machen. Erstens nehmen Sie mal 10 Kilo ab. Zweitens brauchen Sie eine bessere Brille. Und drittens gehen Sie mal zu einem guten Arzt. Die Praxis ist 1 Etage tiefer. Ich bin nur der Tapezierer. Aber dann kam es dann doch noch zur Untersuchung 1 Etage tiefer. Und da trinke ich mein ganzes Leben lang Alkohol. Bier, Wein, Schnaps, Sekt. Und was findet er bei mir? Wasser in den Beinen. Hat er noch so scheinheilig gefragt, brennt es beim Wasserlassen? Habe ich gesagt, also Herr Doktor, auf die Idee, das Zeug anzustecken, bin ich eigentlich noch nie gekommen, gell? Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber Herr Doktor, ich glaube, das größere Problem ist meine Frau. Ich glaube, die ist vollkommen taub. Die hält sich aber für gesund und deswegen will die auch nicht zum Arzt. Was kann ich denn da machen? Sagt er, machen Sie Folgendes, gehen Sie heim, rufen Sie Ihrer Frau was zu. Wenn sie nicht reagiert, gehen Sie 1 Meter näher dran, wiederholen Sie das Ganze. Und wenn sie immer noch nicht reagiert, immer weiter näher dran. So kann man dann den Grad der Schwerhörigkeit feststellen. Ich bin heim, habe an die Küchentür gerufen. Gerda, was gibt's denn heute zu essen? Keine Reaktion. Ich bin 1 Meter näher dran. Gerda, was gibt's denn heute zu essen? Immer noch nichts. Ich habe mich unmittelbar hinter sie gestellt. Gerda, was gibt's denn heute zu essen? Da dreht sie sich rum und sagt, zum 3. und letzten Mal Bratkartoffeln mit Spiegelei. Also als Rentner genießt man ja gewisse Vorteile auch. Wer Rentner ist, weiß das ja. Deswegen hat mir auch die Mainzer Volksbank hier ein Seniorenkonto eingerichtet. Das Seniorenkonto 50+. Das ist eine ganz sagenhafte Scheckkarte. Die hat nur eine einstellige PIN-Nummer, dafür aber 10 Versuche. Und als Rentner hat man ja wirklich viel Zeit, gell? Also an manchen Tagen, da lege ich mich ja stundenlang in die Badewanne und wenn ich es nicht vergesse, ziehe ich auch die Kleider aus und lasse Wasser einlaufen, gell? Und am liebsten in der Badewanne lese ich ja da die Rentner-Bravo, gell? Da die gibt's in der Apotheke da, gell? Ja, da gibt der Dr. Sommer Gesundheitstipps, gell? Und da stehen ganz interessante Sachen drin, also die Deutsche Ärztevereinigung warnt, immer mehr Rentner verschwinden zu Hause auf mysteriöse Weise vor ihrem Computer. Sie drücken versehentlich die Tastenkombination Alt und Entfernen. Ach, ja. Also, kürzlich jammert mir die Gerda vor, du mit deiner Vergesslichkeit, du steckst mich ja noch vollkommen an. Gestern war ich im Kaufhof und wollte dir neue Socken kaufen. Und als ich heimkam und habe in die Tüte reingeguckt, was war drin? Für mich ein neues Kleid. Das hat's auch gleich anprobiert, gell? Und wie sie da so auf mich zukommt. Ich bin ja erschrocken. Ein Ausschnitt, also von einem. Ich habe gesagt, ja, da hast du das in Wiesbaden gekauft. Man kann ja gucken bis zur Äppelallee. Ja. Aber man kann ja glücklich sein in jedem Alter. In jedem Alter kann man glücklich sein.
Glück für einen Dreijährigen heißt, nicht in die Hose zu machen. Glück mit 18 heißt, den Führerschein zu haben. Glück mit 20 heißt, Sex zu haben. Glück mit 40 bedeutet, Geld zu haben. Glück mit 50 Jahren bedeutet, noch mehr Geld zu haben. Glück mit 60 bedeutet, Sex zu haben. Glück mit 70 bedeutet, den Führerschein zu haben. Und Glück mit 80 bedeutet, nicht in die Hose zu machen. Ne? Ja, damit ich fit bleibe, betreibe ich ja auch regelmäßig Sport. Ja, ich gehe zum Angeln. Ja. Und da kürzlich, letzte Woche, bin ich da ganz früh morgens raus, um 4 Uhr, und habe mich dann ganz leise aus dem Bett geschlichen, und dass ich ja die Gatter nicht wecke, und bin ganz leise runter ins Auto und leise aus der Garage gefahren, habe das Autoradio angemacht, und da sagt der Wetterbericht, den ganzen Tag wird es regnen, stürmen und kalt sein. Habe ich gesagt, ich bin doch nicht verrückt, als Rentner muss ich das doch nicht machen. Bin umgedreht, habe gedacht, komm, geh heim, leg dich wieder ins warme Bett. Bin ganz leise in die Garage gefahren, habe mich leise oben hin wieder ausgezogen, hinter die Gatter gekuschelt und habe gesagt, du, draußen ist es furchtbar ungemütlich und stürmisch. Und da hat die zu mir im Halbschlaf gesagt, stell dir vor, bei diesem Sauwetter ist mein Mann raus zum Angeln gefahren. Da habe ich zu ihr gesagt, Gerda, was sagst du denn da? Denk doch mal an all die glücklichen Jahre, die wir gemeinsam verbracht haben. Wart nur mal ab, du wirst dich ganz schön umgucken, wenn ich erst mal tot bin. Da hat die gesagt, also gewartet habe ich eigentlich schon recht lange. Umgeguckt habe ich mich auch schon. Jetzt fehlt nur noch, dass du tot bist. Ne? Aber da war ich sauer, da war ich stinksauer. Und bin abends aus Frust ganz alleine hier in die Rheingoldhalle auf eine Seniorenparty gegangen. Naja, und ich habe dann gleich von draußen schon gemerkt, dass die Rheingoldhalle hier das Epizentrum der Mainzer Doppelherz-Junkies ist. Ne? Ja, da stand schon mit großen Lettern draußen Ball der einsamen Herzschrittmacher. Ne? Ja, ich habe mich dann auch gleich hochfahren lassen mit dem Treppenlifter in den ersten Stock, und was soll ich euch sagen, kaum war ich hier im Saal, schon wurde ich von einer Frau angesprochen. Ja, ja, wo die Sonne der Erotik niedrig steht, da werfen Zwerge lange Schatten. Ja, sie hat gleich wissen wollen, ob ich schon öfters hier war, beim betreuten Tanzen. Ja. Und wie sie mich so anspricht, da spüre ich plötzlich einen golfballgroßen Gegenstand in meinem Gesicht. Ich konnte mir das erst gar nicht erklären. Dann habe ich gesehen, die hatte ein Auge auf mich geworfen. Ja, ich habe sie dann auch eingeladen an die Bar. Ja, ich habe einen Pina Colapsa getrunken. Sie wollte einen Kai Piranha. Ja. Also Kai Piranha, das ist Thai Ginseng mit Asbach uralt und einem Schuss Klosterfrau Melissengeist versetzt. Ja. Ja, und dann musste ich irgendwie dringend auf die Herrentoilette gehen. Ja, das war eigentlich wie überall auf den Toiletten, da standen so Sprüche an den Wänden. Gerda, ich will ein Kind von dir, oder ich habe Hildegard gebumst. Aber das stand da natürlich in Zitterlin geschrieben, gell? Und als ich wieder zurückkam in den Saal, war die wie vom Erdboden verschluckt. Die war nicht mehr da. Ich habe mir am anderen Tag gedacht, versuch mal dein Glück, geh mal ins Mainzer Seniorenbiotop, also ins Domcafé. Ja. Vielleicht findest du die ja da. Ne? Da ist nämlich freitags immer ein Animationsprogramm. Die anderen Tage ist Reanimationsprogramm. Ne? Ja, da werden immer so lustige Spiele für vitale Senioren angeboten. Fang den Hut oder Memory oder Mikado, ja, je nachdem, wie die Medikamente gerade eingestellt sind. Ne? Und wie ich da im Domcafé sitze, kommen plötzlich drei Frauen rein. Der absolute Wahnsinn. Ich schätze mal
90, 70, 90. Ja, das waren jetzt keine Maße, das waren Altersangaben. Ja. Und das müssen Wiesbadenerinnen gewesen sein. Ne? Denn als die sich zu mir an den Tisch setzten, habe ich ganz freundlich gesagt, guten Tag, werte Damen. Von denen keine Reaktion. Dann kam Kaffee und Kuchen an den Tisch, habe ich gesagt, guten Appetit, werte Damen. Von denen wieder keine Reaktion. Dann kam eine Frau von der Heilsarmee mit ihrer Sammelbüchse rein. Da habe ich gedacht, den drei Kurhausschnepfen zeige ich jetzt mal, was Menschenfreundlichkeit ist. Und habe ganz deutlich einen 10-Euro-Schein in die Sammelbüchse. Und als denen dann die Büchse hingehalten wird, haben die gesagt, nee, danke, wir gehören zusammen, der Herr hat schon für uns bezahlt. Dann kam auch noch mein Sohn rein mit unserem kleinen Enkelchen, der Laura. Mein Sohn hat mir erzählt, dass er demnächst seinen ersten Bungee-Sprung machen will, an einem Gummiseil runter von einer Autobahnbrücke. Ich habe zu ihm gesagt, Junge, lass das sein, ist doch viel zu gefährlich. Hat er gesagt, Vater, da kann heute nichts mehr passieren. Habe ich zu ihm gesagt, ich hätte Angst, dass der Gummi reißt. So bist du entstanden und so sollst du nicht enden. Dann kam die kleine Laura noch rein und die wird demnächst 6. Und habe ich gesagt, na Laura, was wünschst du dir denn vom Opa zum Geburtstag? Da hat die zu mir gesagt, Opa, ich will von dir die Pille. Habe ich gesagt, Laura, du wirst 6, was willst du denn mit der Pille? Hat die gesagt, weißt du Opa, ich habe schon 4 Puppen und ich will keine mehr. Ja. Ich mache mich wieder davon, ich habe am Schluss noch einen guten Rat zur Beherzigung. Nehmt das Leben nicht so schwer. Nach dem Alter kommt nichts mehr. Hello!